Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chroma Squad. Ich bin's, der Cookie. Danke fürs Einschalten. So, ja, wir haben hier McCain schon dabei, wisst ihr ja alle schon. In der letzten Folge hatten wir unseren größten Fan, den Jambo, hier. Nachricht von einem Fan, ja, eigentlich heißt er Typhon Trichons, na, höchstwahrscheinlich ist er ein Bösewicht, aber der gute alte Jambo war ja, den kenne ich ja auch schon ewig. So, jetzt machen wir mal Schauspieler fertig, wir nehmen die nächste Folge auf, ganz chillig. Geschichte vom Vulkan. In der Folge wird ein Unschuldiger von dem bösen Monster entführt, aber sollte das Opfer ein Junge oder ein Mädchen sein? Außerdem Problem mit Unterwäsche. Wir nehmen das hier. Wir nehmen einfach das, wo Unterwäscheprobleme man hat. Die sind ja immer aktuell und teuer. Ich habe recherchiert und ich glaube, ich weiß, wie wir mehr Zuschauer bekommen. Wie denn, Beefs? Einige unserer Folgen sollten eine Hommage an den größten Helden anderer Serien sein. Cool, wir könnten eine Sonderfolge drehen, aber ob wir Geld dafür haben? Keine Sorge, Red Cookie, ich habe eine Idee. Ein Mädchen wird entführt, wie in der Serie, die uns inspiriert hat. Und meine Schwester spielt das Mädchen. Warte mal, warum soll nicht ein Junge gerettet werden? Gutes Argument, Pinkie Pie, sollten wir nicht jemand anders nehmen? Aber sie wollte schon immer mal von TV-Helden gerettet werden. Ich finde, wir sollten nicht zu viel sexistische Klischees verwenden. Die alten Sentai-Serien waren so. Und wenn Kiklis Schwester es machen will, wo ist das Problem? Mao, unsere Absichten mögen nicht sexistisch oder rassistisch sein. Aber die Zuschauer sehen nur das, was auf dem Bildschirm ist. Es ist unsere Verantwortung, die Dinge zu verändern, anstatt nur die Welt, wie sie ist, zu reproduzieren. Jetzt verstehe ich, tolle Serien können die Welt verändern, richtig? Ja! Und das mit so einer kleinen Änderung. Mein Schwager Lucius Diaz will auch von uns gerettet werden. Meine Schwester sollte also nicht zu enttäuscht sein. Also gut, los geht's, Hero Kicks. Ich hab ein bisschen was umgeändert. Also so das Teamname und so. Komm schon, die Geisel ist noch hier. Oha, woher kam der denn, Alter? Wir müssen ihn zum Boss bringen. Beeilung, bevor Hero Kicks hier auftauchen. Wenn ihr einen besseren Namen für ein Team habt, sag Bescheid. Die Hero Kicks. Ups. Hero-Kekse müssen gefährliche Gegner bekämpfen, um einen Jungen das Leben zu retten. Ich muss das die reinfügen. Er ist gleich da drüben. Wir müssen den Zaun mit Teamakrobatik überwinden. Was ist das denn? Sorry, dass ich unterbreche, Red Cookie, aber... Was ist denn Beefs? Unsere Uniformen sind noch in der Wäsche. Wir können in dieser Folge Keks-Evolution nicht benutzen. Oh shit. Hoffentlich haben die Fans Verständnis. Lass uns dafür umso mehr Teamwork benutzen. Okay, alle bereit, los geht's. Er ist gleich da drüben, wir müssen ihn retten. Warum kann ich die Monster nicht selbst mit meiner Kampfkunst vertrieben? Lucio, was habe ich dir gesagt? Du musst still sein, du trägst nicht mal ein Mikrofon. Schon gut. Das Schlagwort und dann los, 3, 2, 1, Action! So, jetzt müssen wir ein paar Leute verprügeln. Er ist gleich da drüben, wir müssen ihn retten. Nicht, wenn wir es verhindern. Hero Kekse. Erreiche das Ziel geil, bevor du alle Feinde besiegst. Erreiche das Ziel geil. Geil, ja. Geil in 3 Runden. Einmal springen. Bang! Oh Gott, schaffe ich's? Der ist kaputt, Alter. Ho, ho, ho. Kann ich nicht irgendwie... Okay. Das ging nicht, schade. Counter. Ich bin dran. Zwei von 3 Runden. Teamwork. Alter, das Vieh wurde ja richtig weggeknallt. Peace!
Oh nein, 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 nein. Oh shit. Okay. Und einmal Teamwork. Das wird anstrengend. Beast, du schaffst das, ey, come on. So, wir nehmen Hero Kicks. Und jumpen erstmal hier rüber. Wow. Erreiche ich das Ziel? Habe ich ihn gekickt. Yes! Oh, geil. Puh. Und einmal springen. Wir machen erstmal das Vieh hier kaputt. Oh, das läuft echt gut. Muss ich mal sagen. Besser als erwartet hier, wie ich die verprügel. Wir haben auch das Klischee erfüllt. Wir haben alle Objectives hingekriegt. Ist sowas in Sun Vulkan nicht auch passiert? Nur wenn wir am Nordpol gefilmt hätten, Kikli. Spoiler, ja, das ist die letzte Folge. Ah, guter Witz. Schade, dass wir für den Kampf keine Amazone hatten. Gute Arbeit, Leute. Und danke, Lucianos Diaz. Wieso müssen Hero-Keks immer so nett und glücklich sein? Hashtag böse Schergen, Hashtag Boss-Team. Tobias, wie kannst du nur? Er ist ein Traitor. Seht euch den Namen an, er ist ein Traitor. Alter Falter, Hero-Keks ist so cool. Da werde ich in Kindheitserinnerung wach, aber sowas von. Was ist das denn für ein Name? Neo Shouchin. Kann den Hero-Keks-Song auswendig. Senji Sotate Akuvo Totsoyori Toyo Tobeni Kashiga. Sorry. Hat nicht geklappt, sorry. Der Sänger kann es immer noch besser. Dale Snowbro. Wo kann ich ein Hero-Keks-Spielzeug-Pistole kaufen? Hashtag Superfan, Hashtag Sentai. Geile Sache, dein Spiel wird gespeichert. Yo, super. Wir müssen aber erstmal Studio. Studio-Option. Da müssen die hin. Die Hero-Kekse. So. Puh. Konnte ich das nur eben vergessen. Puh. Natürlich drehen wir erstmal noch eine Folge. Wir haben so viel Zeit. Obwohl, wir könnten hier shoppen, ne? Waffen. Was macht das eigentlich? 40 Gesundheit. Kaufen und ausrüsten. 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 Oh, das ist teuer. Kaufen. Braucht sie nicht. Geht runter. Der braucht eine bessere Pistole. Kriegt er nicht. Aha. Kaufen und ausrüsten. Super Center. Okay. Ja, wir müssen auch mal unsere Leute ausstatten, ne? Die müssen ja auch mal stärker werden. Ach, wie geil. Dadurch kriege ich mehr Damage. Das höre ich gerne. So, haben wir hier Super Sentai. Wir haben nur 290 Fans. Fans pro 100 Zuschauer 5. Das müssen wir ändern. Oh, das ist das Finale. Das bringt das Fass ins Rollen. Hero-Keks Inc. streitet sich mit einem Stuntman, der sein Kostüm nicht tragen will. Aber sie müssen die Folge trotzdem drehen. Besiege den Boss mit einem Schlussmove. Greife den Boss dreimal mit dem Anführer an. Okay. Oh, ich habe Nachrichten. Marketing. Ronaldo Sampio. Sehr geehrte Vertreter von Hero-Keks Inc. Mein Name ist Ronaldo Sampio. Ich bin Manager der Marketingagentur Matafolks GmbH. Fragt mich nicht, warum ich diesen Dialekt noch. Eure erste Folge hat uns gut gefallen und wir möchten euch gerne eine Zusammenarbeit, damit eure Serie noch mehr Zuschauer in alle Welt reicht. So funktioniert unser Ihr seid uns eine feste Woche Honorar. Und wir arbeiten daran, eure Zuschauer in Fans und Einkommen umzuwandeln. Wir garantieren einen Zuwachs von 15% pro Folge. Viel Spaß, Kinder. Ja, bitte. Ja, komm. Wird gesendet. Antwort erhalten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ich bin sicher, ihr werdet mit unserer Arbeit zufrieden sein. Ihr könnt euch schon bald an mehr Zuschauer erfreuen. Ich glaube, ich habe gerade meine Seele verkauft. Zumindest klang er so. Was meint ihr? Dr. Safe, wie geht es euch, meine alte Freunde?
Wir alle wissen, dass eure Serie nur wegen mir Erfolg hat. Schade, dass wir nicht im Guten auseinandergegangen sind und dass es Ärger gab wegen der Ideen, die ihr von mir gestohlen habt. Kommen wir zur Sache. Ihr habt die Wahl. Wir sehen uns vor Gericht oder ihr zahlt mir Gebühren für meine Ideen oder ich werde euer Regisseur. Ich hoffe, ihr versteht, wir zahlen Gebühren. Wir sehen uns vor Gericht. Arschgeige. Ihr hättet euch etwas anderes geraten, aber der schlimmste Schlag ist ein Ratschlag. Wie Glückanwälte sind die Priester des Teufels. Ja, mach dich fertig, Alter. Ferdinand! Was hast du noch für einen zerstreuten Onkel, Beefs? Seit der Studieneröffnung haben wir nichts mehr voneinander gehört. Wie läuft es in meinem Lagerhaus? Ich hoffe, ihr habt dort genug Platz. Ich habe Joe gebeten, das kaputte Rohr an der Toilette nächsten Freitag zu reparieren, damit ihr auch wieder auf Toilette gehen könnt. Und füttert unbedingt die niedliche kleine Katze, die im Lager aushebt. Sie ist dort, seit ich letzten Sommer die Cerebro-Maschine dort abgestellt habe. Vielleicht hatte sie sich in der Kiste geschlichen. Also. Es ist immer gut, eine Katze zu haben. Hoffentlich inspiriert der kleine Stubentiger euch zu kreativen Dingen. Das ist ein toller Onkel. Du kannst sagen, was du willst. Tolleren Onkel. Ho, 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 was war das denn? Marketing. Marketing pro Zuschauer. 10% Einkommen umrechnungsansatz. Verbraucht 125 Fanenergie. 100 Zuschauer zu Beginn der Folge, 10% Zuschauer pro Folge, Einkommen umrechnen, verbraucht 100 Fanenergie. Und dann weiter. Werbepause. Ah, das ist die Fanenergie. Ach, wie cool. So, wir haben nur noch das, wir haben keine Fanenergie mehr. Puh. Dann nehmen wir doch die letzte Folge jetzt auf. Boah. Warum trägst du einen Fass statt deines Kostüms? Ich bin ein hochqualifizierter Stuntman. Euer dämliches Kostüm ist unter meiner Würde. Hä? Was? Du hast einen Vertrag für diese Folge. Geh zurück in die Garderobe und zieh gefälligst das Kostüm an. Dann darfst du auch den Teleporteffekt für deinen Auftritt benutzen. Wir gehen zum Set und fangen mit dem Dreh an, während du dich umziehst. Ei, ei. Glaub ihm nicht. Gehen wir. Dede, dede, dede. Ach, wie cool. Geduld ist eine Tugend, nicht wahr? Kurz darauf. Noch immer nicht im Kostüm, so können wir nicht drehen. Das ist mein Kostüm, ich bin der Fassmann und werde euch überrollen. Der Fassmann, ich werde euch überrollen, wie schön. Alter, der kam aus der Toilette. Ich fass es. Du rollst gleich dahin, wo du hergekommen bist. Oh Gott, die Jokes. Roll nicht über uns, Boss. Besiege den Boss mit Schlussführer. Greife den Boss dreimal mit dem Anführer an. Oh, tja, tja, tja. Okay. Oh, Frissan. Cool, was? Finish it. Was? Wir können jetzt schon finishen? Nein, um Gottes Willen. Und einmal rüber. Enemy Team Turn. Aua! Das hat wehgetan. Passrolle! Oha! Was war das denn jetzt für ein Move, Alter? Teamwork! Shit, ich muss ihn dreimal angreifen. Bringt aber nichts. Machen wir erstmal hier die Scheren kaputt. Machen wir es einfach. Hilf's. Und Pinkie Pie. Piu. Ah. Passrolle.
dich den fucking Ernst. Und noch einmal. Oh, das wird aber krass. Beefs möchte kämpfen. Genauso wie Pinkie Pie. Pinkie Pie! Bam, bam, bam. Wir haben den ersten Schnabelsaurus gekillt. Beefs hat gedodged. Fassrolli! Okay. Teamwork. Teamwork. Oh Gott. Bitte. Ja, ja, ich hab verstanden, wer das ist. Geht doch. Ich hoffe, ich hab ihn nicht getötet. No! No! Wir haben einen, den ich... Miss. Ich war zu stark. Eine tolle Explosion. Hero-Kekse ist einfach total putzig. Einnahme umrechnen. Oh. Das sehe ich gern. Danke für die perfekte Folge. Ihr kennt die Herzen der TV-Helden. Paul Imdo, George Evic. Mike Clark hat geschrieben, ich bin verliebt in die Hero-Kekse. Ja, verstehe ich. Welche auch. Dimitri Tretjokova. Musik ist hervorragend. Hab gerade 10 Euro dafür hingelegt. Bereue nichts. At Banfield. Hashtag die Hero-Kekse. Hashtag Groovy. So, das Spiel wird gespeichert. Ja, da, super. Alarm. Der hat über 100 Follower auf einem Mikroblog. 10 Fans pro Folge. Ja, ist er was? Danke fürs Zuschauen erstmal. Nimm den LP, sagt der Langweiler.de und bis zum nächsten Mal. Tschüss.